Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch und zwar YouTube-Kacke Fistos 2, die Lehre des Fisti Teil 2. Ja, habt ihr euch gewünscht, nachdem das letzte Video sehr, sehr gut angekommen ist, muss ich wirklich sagen, Kuss geht nochmal raus dafür. Und ich habe wieder Stefan dabei. Wir gehen rein. Let's go. Während Schwanzus in Athen wartete, erfasste ihn heftiger Zorn, denn er sah die Stadt voll von Vollspasten. Er redete täglich mit denen, die er gerade antraf. Wenn ich einen Fetisch hätte, wäre ich ungehörig. Wenn ich Blähungen hätte, wäre mein Gesäß dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und ich könnte Berge damit versetzen. Das ist halt auch einfach ein Skill, den muss man sich über Jahre erarbeitet haben. Dass man damit richtig Berge versetzen kann. Also das ist nicht zu unterschätzen. Alter, seid ihr hässlich? Nach allem, was ich sehe, seid ihr auch besonders dumme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift. Ah, Mann, warum denn? Die Lochis. Oh. Ich könnte kotzen. Ihr verfickten Fotzen. Halbe Bude. So ging Schwanzus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an. Außerdem eine Frau namens Katja Krasse Witsche mit den großen Titten und noch andere mit ihnen. Denkt daran, meine geliebten Brüder, jeder Mensch soll schnell bereit sein, schmutzig zu kacken. Wer ein großes Glied hat, ist ein vollkommener Ehrenmann und sein Gottesdienst besteht darin, es Waisen und Witwen zu besorgen, wenn sie... Okay, wer bestimmt was Großes? Frag nur. In dem Fall glaube ich aber nicht man selber. Vermutlich eher nicht, ja, das stimmt. Not sind. Und sich durch die Welt zu schlafen. Oh nein. Wir legen den Frauen den Zaum an, damit sie uns gehorchen. Denkt an ihre Brüste. Sie sind groß und saftig. Okay. Ihnen kommen wir in den Mund und furzen ab. Ja. Christus war es, der uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Pff. Digga, was schaut er so böse? Was schaut er so böse? Er hat keinen Grund dazu. Also ich glaube, er konnte nicht jederzeit schmutzig kacken, so wie es vorhin angepriesen wurde. Nee. So Sinne Sana, wir bitten Lalzas Söses. Oh Mann, Alter. Digga, dieser Edit, ne? Junge, es hat mich auch jedes Mal wieder aufs Neue. Hand. Oh Mann. Ihr seid hoffnungslos geil. Und es brennt in eurem Schritt. Ihr habt eine gemeinsame Hoffnung. Ein Herr. Ein Glaube. Ein Internet. Eins und eins. Gott und Vater Marcel Davis. Der über allem. Und durch alles. Und in allem ist. Jeder von uns empfing dieses Welt, wie Marcel Davis es ihm geschenkt hat. Ohne Glauben ist es unmöglich, Frauen zu gefallen. Denn wer kommen will, muss glauben, dass er ein Opfer ist. Gut. Nicht lohn. Also, das hätte er mir sonst auch noch mal erklären sollen, wenn er das wirklich gut findet. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einem Freund von mir. Er hat mir geschrieben, geiler Elefantensex.
Wie random oder was? Ja, einfach so. Das ist die erste Nachricht, die er mir heute geschrieben hat. Okay, er hat sie weitergeleitet. Okay, gut, dann will ich gar nicht wissen, wo er mir diese Nachricht weitergeleitet hat. Frag ihn vielleicht einfach mal, ob er im falschen Chat ist. Es ist halt, also wirklich, mein ganzes Leben ist einfach eine riesige YouTube-Kacke. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also ich bin, born for this shit. Aufgrund des Glaubens wurde Noahs Arschloch offenbart, was noch nicht sichtbar war. Und er baute in frommem Gehorsam einen Übel für seine Familie. Aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verprügelt, weil sie sahen, dass er ein scheiß Mutterficker war und weil sie sich fürchteten. Aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, sich misshandeln lassen zum Genuss. Zum Genuss? Naja, also vielleicht ist es ein Kink. Ja, ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das Not tut, aber soll ja, also jeder ist sein eigener Glückesschmied, sage ich da immer, ne? Oder das so. Das ist natürlich, naja, das ist richtig. Schreibe dies. Dass ich euch mit meiner YouTube-Kacke traurig gemacht habe, tut mir nicht leid. Wow. Wenn es mir auch eine Weile leid tat. Ich sehe ja, dass sie euch zum... Digga. Ey, das ist mies. Dieses, hast du gesehen, was da auf diesem Papyrus zu sehen war alles? Ja. Dieses S allein schon, was man früher auch immer in der Schule gefühlt jede Stunde gemacht hat, ey. Richtig. Ach, so dumm. Lachen bringt. Nun freue ich mich. Weil ihr traurig geworden seid. Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit. So. Die gottgewollte Traurigkeit führt zum Wichsen. Was nicht bereut zu werden braucht. Oh mein Gott. Okay. Dieser Satzbau. Die weltliche Traurigkeit aber führt zum Sieg. Sieg heil. Jetzt liegt für mich der Schwanz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag einführen wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Schaft warten. Mann, ey. Oh, nee, das ist doch schon wieder so kritisch. Ja, danke auch für diesen Vorschlag. Schaut bei Soßenbinder vorbei. Ja? Und das war ein bisschen Liebe da. Ich habe euch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über den Like, ein Abonnement, einen Kommentar vorne, schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge, gerne auch wieder neue OG-YouTube-Kacke in die Kommentare. Dann werde ich dir auf jeden Fall vorbeischauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal rein. Ciao.